geht los. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind am Bilsterberg angekommen und jetzt testen wir, wie das neue Setup so fährt. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben mehr Nachlauf vorne, wir haben den großen Kopf drauf und ja, wir haben theoretisch mehr Leistung, aber die werde ich heute auf gar keinen Fall nutzen. Als allererstes fahre ich jetzt einfach mal ein paar Runden und gucke, ob Lambda passt, gucke, ob Ladungsregelung passt, fahre die Gänge neu raus und ja. Ich habe die Schaltung ein bisschen modifiziert. Ich habe hier unten ein paar Spacer zwischen. Dadurch ist die schon mal 8 cm weiter zu mir gekommen hier. Und dann habe ich auch noch hier einen Spacer zwischen gemacht. Das heißt, der Hebel ist jetzt weiter oben und die Schaltwege sind länger. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin definitiv eher Typ Fahrer, der lange Schaltwege mag. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter. Aktuell ist es trocken. Um 1 ist allerdings Mittag. Das heißt, ich probiere jetzt einfach noch mal eine halbe Stunde zu fahren. Und dann geht's auch los hier, ne? Ich bin gespannt. Ich habe mit Wärmetauscher jetzt Folgendes gemacht. Ich hatte unten einen Anschluss im Kühler noch frei. Da habe ich jetzt den Wärmetauscher gebrückt und angeschlossen. Das heißt, das ganze Wasser muss jetzt zirkulieren. Und zwar zirkuliert es jetzt durch den Hauptwasserkühler. Und ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich werde jetzt aber natürlich ein bisschen auf Wassertemperatur achten. Ah, dieser Sound von dem Auto ist einfach immer wieder geil. So, jetzt sehe ich zum Beispiel 70 Grad Wasser. Das heißt, dieses Mal machen wir nicht wieder den Fehler, sondern fahren das Auto ruhig schon mal warm. Wenn es geht. Gefällt mir so viel, viel besser. Die Vorderachse ist viel, viel, viel stabiler geworden. Auto fährt geil geradeaus. Die ersten Runden 1,56, da kann ich natürlich auch nichts mit gewinnen. Auto fährt auf der Bremse hinten. Ja, man muss schon aufpassen, ist ein bisschen tricky beim Anbremsen. Jetzt ist gerade irgendwas mit dem ABS, deswegen bin ich rausgefahren. Und was wirklich krank ist, ich kriege das Auto gar nicht richtig warm. Das ist wirklich crazy. Also es ist tatsächlich so, dass das Auto ja, wie soll ich sagen, ich kriege den mit dem Fahrtwind gar nicht mehr warm gefahren. Also das bisschen, was ich jetzt am Thermostat vorbeischiebe, reicht quasi, um das ganze System schon zu kühlen. Das ist natürlich schon krass. Also Leute, es geht weiter, nächste Runde. Ich habe das Auto jetzt in der Mitte ein bisschen aggressiver gemacht. Das heißt, ich habe ihm in der Mitte ein bisschen mehr Sollladedruck gestellt.
habe tatsächlich mal angefangen, im ABS umzustellen und werde mal die Hinterachse ein bisschen moderater machen, weil ich habe immer noch das Problem, ich sehe es auch auf dem Display, dass er ziemlich hart regelt und hier und da beim Anbremsen schon wirklich gut querkommt. Jetzt waren die Reifen auch kalt. Wir haben eben gerade mal so 50 Grad in die Reifen bekommen, was natürlich wirklich nicht viel ist. Sind jetzt aber auch nicht viele Runden gefahren. So, das heißt, wir fahren jetzt mit einer moderaten Leistung raus. Das werden so 300 PS sein. Und jetzt versuche ich halt einfach fahren, dass wir da irgendwie zum Ziel kommen. Ne? Was mir sehr gut gefällt, ist die neue Position des Shifters. Also sowohl die längeren Wege als auch wie er sitzt und so. Das ist schon deutlich geiler. We'll be right back.
überhaupt nicht irritieren, wenn man so fährt. Glaube ich, Alter. Das ist normalerweise, dass ABS aus ist, es geht. Ja. Der hat aber irgendeinen Kennbusfehler. Und was viel schlimmer ist, es ist jetzt tatsächlich der Punkt erreicht, dass die Traktion so hoch ist, dass er in diesen Öldruckcut reingeht. Also ich habe selber auf dem Display beobachtet, durch diese Schnelle links-rechts, ja, wenn du hier hochfährst. Ja. In der zweiten Kurve schwappt das Öl bei der Linkskurve so weit weg, dass er die ganze Zeit... Ah. Obwohl Öl voll ist und er auch vollen Öldruck hat. Also aber das hat er sonst auch nicht gemacht. Und da war es dann auch schon vorbei auf dem Bilzerwerk. Erstmal war geil, dass gestern, Sonntag, so gutes Wetter war, weil so konnten wir immerhin ein paar Runden fahren. Ich muss sagen, das Auto, zusammengefasst, lief besser als je zuvor, muss man einfach so sagen. Also laufen in Bezug auf Bremse, Fahrwerk, Reifen, ganze Motorsetup und so weiter. Kurz Zusammenfassung, ich habe nämlich natürlich den ganzen Abend gestern wieder noch ein bisschen Analyse verbracht. Als allererstes unser Problem mit dem Wasserstopfen. Dieses Problem ist weg. Das haben wir gemacht. Ich bin jetzt aus dem Kopf mit dem Schlauch rausgegangen, das kriegt man jetzt schlecht gefilmt, und bin unten in den Wasserkühler gegangen. Das heißt, in Gewissheit haben wir jetzt das Thermostat kurz geschlossen und das ganze Wasser, was aus dem Kopf geht, mit diesem kleinen Durchmesser, geht direkt in den Wasserkühler und ich nutze quasi den Wasserkühler als Druckverlust, dass das Wasser wieder vor die Pumpe geht. Ende vom Lied ist, ich komme gerade so mit Ach und Krach auf 85 Grad Wassertemperatur. Ich weiß noch, wie oft ich 105, 110 Grad hatte und so weiter. Nee, jetzt komme ich wirklich nur auf 85 Grad und das war's. Ich wollte euch gerade eine schöne Analyse mit dem Laptop zeigen, aber in dem einen oder anderen Video habt ihr schon gesehen, das Ding ist jetzt hier im Eimer. Da geht nichts mehr, da brauchen wir erstmal Neues. Deswegen mache ich das oben gleich vom Rechner und wir blenden euch das mal ein. Also, Ende gerade, vierte Gang. 1,8 Bar Ladedruck haben wir, sage und schreibe, Wassertemperatur knapp über 80, Öltemperatur knapp über 80, 18 Grad Ansauglufttemperatur. Das ist halt einfach krank. Also entspannter als gestern lief dieser Motor noch nie. Ich habe da ein paar Läufe gebraucht, um die Gänge wieder anzupassen, weil es sind immer zwei Paar Schuhe. Einmal muss man natürlich erstmal die Leistung bestimmen in den jeweiligen Gang, die man fahren kann. Also fahren wir ein Bar, zwei Bar, anderthalb Bar, wie auch immer. Wenn das dann passt, muss man aber auch noch die Momente, wo man reintritt, finden und in der Mitte den Ladedruck so weit hochschieben, dass das Auto nicht durchdreht, aber auch stark genug beschleunigt. Da braucht man einfach immer ein paar Steps für. Ich wollte das Ganze am Lenkrad machen, da habe ich mich dann aber spontan dagegen entschieden, weil wir noch nicht tief genug in der Formel drin waren, weil das ist nicht so einfach. Ganz kurz erklärt, wir haben vier Drehschalter. Diese vier Drehschalter liegen aber alle auf der gleichen Kennbus-Message. Das heißt, es ist nicht so, dass da 4x0 bis 8 ankommt, sondern es kommt eine riesen Formel an, wo alle vier Schalter drin sind. Das heißt, verstelle ich einen Schalter, verstellt sich der Wert von den anderen dreien auch. Somit haben wir das erstmal abgebrochen. Ich habe es händisch am Laptop gemacht. Allerdings ging dann mein Touch-Display an dem Notebook kaputt. Deswegen war da dann auch erstmal Feierabend. Aber am Ende alles gut geblieben. Das hat alles gepasst. Dann, habt ihr eben gerade schon in dem Video gesehen, war zwei, dreimal wirklich fast Abflug angesagt, weil auf einmal alles ausgefallen ist. Komplett Totalausfall. Ich weiß nicht warum. Das Gute ist, ich sehe es sofort, weil die drei Lampen am Display sofort blinken. Teilweise, nicht immer, aber manchmal. Und das heißt immer so viel, dass ein Kennbusfehler da ist und das ABS nicht mehr geht. Kennbusfehler, warum? Relativ einfach, blende ich auch ein. Ich habe im Blog dann gefunden, dass wir tatsächlich Spannungsspitzen haben. Das heißt, teilweise habe ich über 15 Volt. Da wiederum ist die Lightblocks dann so schlau, die Batterie, dass sie sich selber kurz abschaltet. Ich habe natürlich Angst, oh, Überspannung, ich gehe gleich kaputt. Deswegen macht sie sich dann aus, was natürlich doof ist, wenn ich dann keine Servolenkung mehr habe und die Lenkung wird wirklich bretthart, weil es ist ja eine elektrische Servolenkung, das heißt, die ist in dem Moment wirklich komplett bretthart, als auch kein ABS und nix. Das heißt, das ist dann aber auch ein Fehler, wo ich einfach nur glücklich bin, dass es gut gegangen ist und das Auto hier heile steht, weil sowas kann natürlich, wenn man so fährt, auch schnell mal in Hose gehen. Da muss ich jetzt einen Fehler suchen, kann kein großer Fehler sein. Ich vermute, oder Chris vermutet auch, dass irgendwo vielleicht ein Pol nicht ganz fest ist und jedes Mal, wenn er dann Kontakt und nicht Kontakt hat, dann kurz von der Spannung her springt. Oder Lichtmaschinenregler, altbekanntes Problem. Motor dreht Serie, keine Ahnung, 6,5, 6,8. Ich drehe 7,5, 8. Hört sich echt krank auch in dem Video an, wie hoch das Ding dreht. Nicht, dass da jetzt mal ein Regler durchgepfiffen ist und da das Problem ist. Also das müssen wir auf jeden Fall auch checken. So, aller schlimmste von allem aber, warum ich abgebrochen habe gestern, ist, ihr habt es auf dem Video auch gerade gesehen, das Geile an diesen Videos, man hat immer alles, ich bin um eine Kurve gefahren und auf einmal Aussetzer. Diese Aussetzer sind aber keine Aussetzer, sondern das ist mit Absicht ein Cut, weil der Öldruck zu niedrig gefallen ist. Der Öldruck ist unter 2 Bar in dem Moment gefallen und in dem Moment macht er quasi Zündung und alles aus. Ich dachte erst, das muss jetzt daran liegen, dass wir so eine krasse Traktion gefunden haben, dass einfach das Öl in der Ölwanne in der Kurve wegschwappt und der Rüssel, der das Öl ansaugt, quasi Luft zieht. Zack, fällt der Öldruck ein.
der eigentliche Grund, warum man eine Trockensumpfölwanne anbaut, weil da gibt es kein Luftziehen, weil die Pumpe aus dem Tank saugt und nicht aus der Wanne. So, ich habe zum Glück ja von dem großen Motor noch eine Ölwanne hier. Das ist diese Upgrade-Ölwanne, die da eigentlich schon drin ist. Die hat schon deutlich mehr Volumen. Die sitzt hier so in dem Fahrzeug drin. Ich habe mir da auch damals 0,0 Gedanken gemacht. Hier ist so ein kleines Schwallblech, ist ja sogar drin. Aber hier sitzt der Rüssel. Und wenn ihr jetzt seht, hier sind gar keine Bleche nach links, rechts. Das heißt, egal ob ich bremse, dann schwappt das ganze Öl hier vorne rein. Egal ob ich nach links oder nach rechts fahre, das Öl kann definitiv wegschwappen. Jetzt muss nämlich dazu gesagt sein, bei 1G steht die Flüssigkeit mit 45 Grad. So, und 45 Grad ist schon ganz schön viel, ne? Das heißt, die Wanne braucht auf jeden Fall ein Upgrade, die werde ich da jetzt mal runternehmen. Was heißt braucht auf jeden Fall? Ich habe es vorher schon die ganze Zeit gesehen auf der Bremse. Auf der Bremse habe ich schon immer gesehen, wie der Öldruck kurz einnickt, weil das ganze Öl scheinbar hier nach vorne schwappt. Macht ja auch Sinn. Also macht keinen Sinn, aber es macht Sinn mit der Wanne. Es war nur nicht schlimm, weil ich in dem Moment ja nicht auf dem Gas stehe. Das heißt, er ist eh in der Schubabschaltung beim Bremsen. Das heißt, da brauche ich keinen Öldruck, deswegen hat man da keinen Aussetzer. Keinen gewünschten Aussetzer. Das sind ja alles Cuts von uns in der Software, dass ich solche Momente halt merke und das Ding nicht kaputt fahre. Links, rechts stehe ich halt auf dem Gas. Das wollte ich nicht. So, jetzt habe ich aber Folgendes gemacht beim Abladen des Autos. Wir gucken mal, ob wir das hier zeigen können. Vielleicht sieht man das jetzt zur Sekunde auch. Ist mir Folgendes aufgefallen. Öltemperatur 130 Grad. Ganz schön warm gerade wieder, ne? Ganz schön warm, der Kollege, ne? So, was hat jetzt die Öltemperatur mit dem Öldruck zu tun? Folgendes, ich habe ja diese Bosch Duo-Sensor drin. Das heißt, in einem Sensor ist Öltemperatur und Öldruck. Und wenn da schon dieser Sensor spinnt, also gestern beim Rein- und Rausfahren sprang er die ganze Zeit 60, 70, 80, 130. Wir blenden das auch nochmal im Log ein, da sieht man das auch gut. Wenn da natürlich der Wert spinnt, ist es natürlich naheliegend, dass der Wert des Öldrucks auch irgendwo spinnt. Und das ist genau der Fall. Gestern Abend im Log geguckt und habe tatsächlich Bereiche gefunden, wo ich gar nicht um eine Kurve gefahren bin und der Öldruck trotzdem einmal ausgeschlagen ist nach unten. Das heißt, ich kann ziemlich sicher sagen, dass entweder der Sensor an sich kaputt ist oder ein Problem an dem Stecker ist. Der Sensor sitzt ja unten direkt am Motorausgang. Da komme ich von unten eigentlich auch ganz gut ran. Das muss ich jetzt aber natürlich erstmal checken. Auch nichts Weltbewegendes. An allererster Stelle bin ich aber einfach nur happy, dass der Motor keinen Schaden abbekommen hat bei dem letzten Schaden. Also sowohl auf dem Prüfstand als auch damals. Er läuft wie ein Kätzchen. Ist wirklich alles Bombe, verbraucht kein Öl und gar nichts. Einfach der Wahnsinn. Wir sind nicht im Ansatz die Leistung gefahren wie vorher. Also wir waren sogar noch weit drunter. Das waren jetzt so 1,8 Bar vielleicht. Also 300 PS. Hat aber schon gereicht, ehrlich gesagt. Weil ihr seht ja, ich bin auf den Geraden wieder im Begrenzer gefahren. Der entscheidendste Punkt gestern, Thema Traktion und Thema Bremse. Ich bin wieder losgefahren, habe wieder während der Fahrt an der Verstellung verstellt, habe wieder nach vorne gestellt, nach hinten gestellt. Meistens ist das nach vorne verstellen der falsche Weg, weil so ein Auto muss einfach hinten bremsen. Ich bin einfach nicht auf den richtigen Weg gekommen. Deswegen habe ich meine ABS-Software aufgemacht von Conti und habe da mal ein bisschen rumgeklickt und habe tatsächlich zwei Parameter gefunden, die man einstellen kann. Das ist einmal der Parameter von der elektronischen Bremsdruckverteilung. Verteilung, es ist eine Drosselung für die Hinterachse. Die kann man einstellen zwischen dynamisch oder moderat. Also die kann man einstellen, wie schnell und stark sie eingreift. Genauso kann man einstellen, Vorder- und Hinterachse, wie das ABS regeln soll. Soll es eher moderat oder soll es eher dynamisch regeln? Ich hatte natürlich alles in weit Richtung Dynamik gestellt, weil ich einfach dachte, ich bin, oder in Richtung Performance. Teilweise heißt es dynamisch, teilweise heißt es Performance. Ich hatte gedacht, dass ich eher scheinbar der dynamische und Performance-Fahrer bin. Bin ich aber nicht. Also für mich war es als Fahrer ein Gefühl des Driftens in die Kurve rein. Mag sein, dass das auch geil ist und schnell ist, aber auf dem Level fahre ich einfach noch nicht, dass ich mich dabei wohlfühle und das Ganze umsetze halt, ne? Weil man sieht halt schon, wie ich beim Bremsen mal so ein bisschen gegenkorrigieren muss. Das ist halt nicht so cool. Fakt ist, das einfach mal ab umgestellt. Also es gibt halt Bereiche von 1 bis 4, wie man es einstellen kann. Ich bin auf einer 3 gefahren, habe zum Beispiel mal auf einer 1 gemacht. Gleich ganz anderes Auto. Komplett weg. Also konnte die Bremse viel, viel weiter nach hinten stellen. Auto bremst jetzt wirklich, wirklich krank. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt an Conti, dass man selbst sowas in diesem ABS so einstellen kann. Hab natürlich die Vorderachse auf mehr Performance gemacht, weil wenn ich schon hinten was hergebe, vorne mehr drauf und tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass man selbst über die Software, über diese beiden Einstellmöglichkeiten schon so viel holen kann. Einzige, was nach wie vor ist, ist jetzt, wo ich bremskombimäßig weiß, was ich will und was ich für Drücke brauche, damit das geil bremst, werde ich tatsächlich jetzt nochmal ein letztes Mal an die Hauptbremszylinder rangehen. Weil es ist nach so vor, du kannst ja mal Tim drauf filmen, hier so seitlich und ich bremse mal. Hast du? Ja, warten Sie kurz. Oh,
Ja gut. Das passt nicht, gar nicht, ne? Das ist so ganz, nicht ganz so viel, du. So, und ich trete hier schon wirklich, ich trete hier wirklich schon doll rein. Und was heißt das? Meine Hauptbremszylinder sind noch zu groß. Zu groß heißt wenig Weg, viel Kraft. Das ist zwar cool, aber ich bin halt kein Profi-Rennfahrer. Das heißt, ich trete da schon wirklich mit viel Kraft rein. Und je doller man reintritt, irgendwo geht ein bisschen das Gefühl bei verloren. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal die Zylinder kleiner machen. Kann man relativ einfach ausrechnen. Ist hier in dem Fall einfach über den Durchmesser des Zylinders, kann man ja einfach die Fläche errechnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jetzt gerade beim Bremsen bewegt sich der Kolben 10 mm. Die Kolben haben aber einen Maximalhub von 25 mm. Das heißt, ich will von 10 auf 20 mm Weg. Dann kann ich dementsprechend die Fläche einfach halbieren. Das werde ich tun. Das heißt, da kommen nochmal zwei neue Kolben rein. Das Gute ist, ich brauche nicht wieder rausfahren und die ganze Bremse neu einstellen, weil ich habe jetzt tatsächlich in meinem Lock drin die Drücke vorne hinten, wie ich gebremst habe. Das heißt, ich kann den Waagebalken danach einfach wieder so einstellen, dass wenn ich bremse, ich vorne 20 Bar, hinten 30 Bar habe und dann weiß ich, dass die Bremse wieder so bremst wie vorher. Das ist halt der Vorteil dieser ganzen Messtechnik. Ne? Ein letzter Punkt, wo ich am stolzesten drauf bin, ich lenke mal ein. Das habe ich echt in meinem Leben noch nicht geschafft, die Reifen wirklich so schön anzufahren. Also hier ist gar kein Pickup drauf, also gar keins natürlich nicht, aber der ist komplett sauber gefahren. Der ist richtig schön bis an die Kante gefahren. Innen ist er ein bisschen eckig, also da sind wir definitiv an dem Limit. Ich vermute mal, dass das Limit hier eher von der Spureinstellung kommt, dass die Spur hier vielleicht schon minimal zu weit auf ist, weil grob erklärt, die Räder haben ja Sturz und stehen so. Das heißt, man fährt beim Geradeausfahren immer auf die Innenkante. Und das ist dann der Moment, wo die Innenkante sich so stark abfährt, ne? Was aber genauso krass ist, ist hinten. Kurz zur Erinnerung. Also, die letzten Reifen, die ich gefahren bin, sind diese Reifen. Hinten. So sah normalerweise ein Reifen bei mir hinten aus. Das heißt, die Außenkante war schön angefahren und die Innenkante war halt das ganze Pickup drauf und ich habe es kaum geschafft, das wegzufahren. Deswegen haben wir ja öfters immer mal gestanden und haben die Reifen gekratzt. Ne? So, jetzt sieht es folgendermaßen aus. Die Reifen sahen vorher auch so aus und ich habe es tatsächlich beim letzten Mal geschafft, das Pickup stückchenweise wegzufahren. Hier sind wirklich Bereiche drauf, wo das eigentliche Gummi schon wirklich weg ist. Also es schiebt sich jetzt hier so auf die Innenkante und außen ist der Reifen richtig schön angefahren. Das heißt, ich würde behaupten, wir können hier definitiv noch ein bisschen mehr Sturz fahren. Also mehr Sturz fahren heißt einfach, jetzt gerade fahren wir, wenn wir Kurve fahren, auf dem Bereich. Damit wir noch mehr die Reifenbreite nutzen, müssen wir einfach noch mehr Sturz machen. So, das heißt, wir könnten hier vielleicht noch einen Tuck mehr Sturz. Ich bin an der Hinterachse immer noch moderat, das müssten so 2,5 Grad sein. Und ich glaube, ich würde mich trauen, die Spur noch weiter aufzumachen. Die ist jetzt gerade minimal auf. Wie ich erklärt hatte, sorgt das dafür, dass das Reifen auf der Innenkante fährt. Und hier würde ich mal sagen, ich würde noch mal ein bisschen weitermachen, dass wir noch ein bisschen mehr in die Richtung kommen. So, eine einzige Sache würde ich allerdings jetzt gerne noch tun. Dennis hat sich bei mir gemeldet. Er hatte nämlich die Reifen gesehen und hatte noch einen guten Einwand. Man sieht es auch bei meinem Fahren, dass ich manchmal in die Kurve einlenke und ab einem gewissen Punkt auf einmal massiv nachlenke. Und das ist wohl ein Zeichen dafür, wenn der Spurwinkel links-rechts nicht mehr gleich ist. Das nennt sich die sogenannte Spurwinkeldifferenz. Jetzt übertrieben gesagt, jedes Auto lenkt innen enger als außen. Das heißt, beim Einlenken klappt das innere Rad immer so ein bisschen weg, damit man sauber um die Kurve fährt, weil ja logischerweise beide Räder einen anderen Radius fahren. Das heißt, in dem Moment verändert sich ja auch die Spur. Also es gibt ja einmal die Spur beim Geradeausfahren. Nun schlage ich ein. Selbst beim Lenkeinschlag hat man ja immer noch die Spur. Das ist quasi immer noch der Abstand von meinen Fingern vorne. Aber da ich das innere Rad weiter lenke, geht die Spur auf. Man sagt aber grob, also das Ganze wird bei 20 Grad Lenkeinschlag gemessen. Und dabei sollte nach Möglichkeit die Spur eigentlich noch null sein. Also null sein heißt so, wie ich sie eingestellt habe. Das kann natürlich sein, dass sich das bei mir jetzt hier alles radikal verstellt hat. Wegen Domlager, Querlenker und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt auch gar nicht gemessen. Hat mich bisher auch nicht interessiert, der Wert. Aber wir kommen ja mit diesem Auto stückchenweise immer weiter. Das ist auch das, was ich so geil finde. Weil ich glaube, jeder, der sich das Video angeguckt hat, das sieht schon echt schnell aus. Und fährt jetzt auch schon echt sicher. Aber den letzten Punkt, den würde ich jetzt gerne auf einfach und fuschig irgendwie messen. Ich überlege nur gerade wie. Ich habe ja so einen geilen Winkelmesser neulich mal besorgt. Den nehmen wir. Und dann stellen wir, glaube ich, Das gibt's so leicht. Oh, geht ja ganz easy. Ich hätte jetzt gerade gesagt, da hinten steht eine große Platte. Wir stellen die Platte auf den Boden ans Rad, machen Tape auf den Boden und schlagen das äußere Rad auf 20 Grad ein und messen dann das innere. Mhm. Das ist, glaube ich, am einfachsten, ne?
Jetzt überlege ich, wo wir das Auto draufstellen, damit wir das am besten messen können. Da muss er eigentlich am besten für auf dem Boden stehen, so sind gleich wieder da. Also ich wusste doch, dass diese eingestaubte Platte hier irgendwann nochmal eine Aufgabe kriegt. Ja, also liebe Zuschauer, das ist hier jetzt wirklich nichts zum Nachmachen, ne? Das ist jetzt wirklich die Variante, wie wir auf schnell und einfach das nur irgendwie ein bisschen messen können. Also die Felge liegt jetzt komplett an. Ich weiß noch mein allererstes, da bin ich euch auch immer noch ein Video schuldig, mein Verbrenner damals, das habe ich damals gezeigt, das zerlegte Auto. Da habe ich das genau so auf dem Tisch auch gemacht. So, pass auf. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich muss jetzt ja irgendwie erstmal den Punkt ermitteln, wo sich das Ganze dreht. Jetzt nehmen wir uns mal einen guten Weg. Einen guten. So, warum mache ich das Ganze? Weil ich will jetzt ja irgendwie mal definieren, was 20 Grad sind. So, jetzt nehme ich mein Winkelmesser, der ist auf 0 und will 20 Grad nach hier haben. 20 Grad ist ganz schön viel. Alter. So, jetzt lege ich das hier drauf. Junge. Ja, das ist das Einzige, immer was Problem ist. Eigentlich ist genau hier der Punkt in der Mitte, also die Ecke davon. Das ist bei den Dingern leider nicht so einfach vom Winkel her zum Anzeichnen. So. Das heißt, jetzt sind wir aber hier quasi in der Mitte und da in der Mitte. Wenn jetzt alles passt, müssen wir das und das 20 Grad. So. Passt. Schon. Ja, das müsste hinkommen. Ganz schön viel, ne? Ja. Und jetzt ist natürlich die Platte eigentlich hier schon zu. Natürlich sogar noch mehr. Alter. Fast eine ganze Umdrehung, ne? Ja. Müssten dann ja rein theoretisch außen weniger sein. Genau. Also, nee, also am besten idealerweise wäre es genau gleich viel. Mhm. So. Hier haben wir jetzt genau gleich viel. Jetzt können wir auf der Seite anlegen. Hier sieht man jetzt den Nachlauf schon mal, wie das Rad reinknickt. Das ist schon mal krass. Das können wir jetzt nicht einfach anlegen. So, also ich habe ja hier angelegt. Das heißt, hier ist eigentlich der Punkt, wo wir rangehen, damit ich das vernünftig sehen kann. Also das hier ist jetzt ja gerade der eigentliche Punkt zum Anlegen. Dann haben wir hier die Mitte. Das ist übrigens ganz praktisch immer, deswegen ist hier ein kleines Löchlein drin. Also eigentlich ist es nicht dafür, aber so kann man immer in die Mitte gleich immer sehen. So ist die Mitte und so ist die Mitte. Und jetzt gehe ich halt logischerweise hier wieder auf die Mitte. Und wir haben 18,7 Grad. Ich finde unsere Messung ganz geil eigentlich für mal eben so. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das so genau gemessen kriegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Okay, das heißt, das innere Rad klappt weg und wir sind... Es verändert sich ein bisschen über einen Grad. Da müsst ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob das viel ist oder ob das wenig ist. Habe ich absolut gar keine Referenz gerade für. Ging mir wirklich gerade nur darum, es mal zu messen. Ne? Das war die eigentliche Intention. So, jetzt mal interessant wird es jetzt aber, ob das gleiche auf deiner Seite auch ist. Wenn wir jetzt hier 20 Grad machen, da auch 20 Grad ist. Das machen wir jetzt noch einmal schnell. Genau das gleiche auf der Seite. Einmal 20 Grad. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal so ein Elan für Thema Vermessung und so entwickle. Ja, also dass man sich hier wirklich so mit einfachen Mitteln hinstellt, Sachen misst und so. Aber nee, wir können einfach hier das Ding kleben. Was hast du? Weniger, mehr? Liegen da 20 auf dem Boden? Ja. Ich sag, es ist mehr als vorher, also mehr als drüben. Also die Differenz. Dass es sozusagen weniger Winkel jetzt ist. So, hier Mittelloch. Ne. Ah. Aber ganz ehrlich. Ja, okay. Krank. 19,0. Das ist ja jetzt, glaube ich, ein zu vernachlässigender Unterschied. Also ich bin wirklich gerade begeistert. Ich hätte niemals gedacht, dass man so genau messen kann. Ich kann jetzt gerade 0,0 einschätzen, ob ein Grad Differenz. Also doch, man könnte jetzt ein Grad umrechnen in Winkelminuten. Wie viel die Spur aufgegangen ist.
Mhm. Aber es macht Sinn, dass man an dem Reifen sieht, dass er innen so hart abgefahren ist, weil wenn ich um die Kurve fahre und die Spur aufgeht, fährt er in dem Moment ja wieder auf der Innenkante und schrubbelt da ein bisschen Reifen runter. So, ne? Also idealerweise, weil ich muss wirklich, dafür liebe ich auch meine Community und die Zuschauer, weil wir wirklich so geile, hochwertige Kommentare bekommen auch. Das ist ja schon der Lenkwinkel, den ich fahre. Mhm. So, das ist ja der Lenkwinkel, den ich fahre. Und wenn ich mir jetzt überlege, ein Grad, muss man ausrechnen, spaßeshalber. Noch einmal kurz. Hast du eine ganze Umdrehung? Nein, noch nicht mal. Also ich fahre ja fast sogar weniger. Also die ganze Umdrehung natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass es eine Lenkradumdrehung wäre in dem Bereich, wo wir fahren. Ein Grad sind, die Spur wird ja von hier nach hier gemessen. Krass, nee, ich brauch's gar nicht rechnen. Ich weiß es genau aus dem Kopf gerade. Weil von hier nach hier ist ja logischerweise das gleiche Grad wie von hier zur Kurvenhöhekante. Mhm. So, und da weiß ich, wenn man ein Grad mehr Sturz fahren will, braucht man 5 mm Platten. Das heißt, die Spur, also ein Grad mehr Sturz, kommt das Rad 5 mm weiter zum Federbein. Mhm. Jetzt gerade ein Grad nach hier, 5 mm. Das heißt, die Spur geht vorne am Rad 5 mm auf. Das ist dann doch schon ganz schön viel. Weil wenn wir die Spuren so einstellen, reden wir eher von 1 mm. Aber pro Rad 0,25. Genau. Gesamtspur 5 auf. Aber ich rede ja auch, aber 0,25 auch pro Rad ist schon ganz schön. Ja, das ist schon saftig. Schon ganz schön viel, ne? So, ja. Ich habe allerdings zur Sekunde gar keine Ahnung, wie ich das jetzt auf 20 und 20 bringe. Das hat was mit Lenktrapez zu tun. Also übertrieben gesagt, wie so ein Zollstock ist schon was Geiles eigentlich, ne? Pass auf, hier. Das hier ist jetzt zur Sekunde unser Lenkgetriebe mit Spurstangen. Und das sind die beiden Radlagergehäuse mit den Lenkstangen dran. Also nicht Lenkstange, wie nennt man es? Egal, sind aber die Achsen. Spurstangen. Ja, nee, nicht Spurstangen, sondern das hier ist ja im Radlagergehäuse dran. Also die Spurstangen sitzen eher hier. Ja. So, wenn ich jetzt so lenke, dann klappen die Räder halt so weg. Das ist ja ungefähr meine Lenkung. Und dieser Winkel jetzt gerade verändert sich nicht gleich, sondern wir haben hier einen Grad mehr. So, das heißt, das hat was mit Anlenkpunkten von Lenkgetriebe und von Querlenker und Nachlauf und allem. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Brauche ich mir aber keinen Kopf drum machen, weil Video geht ja morgen online. Ihr könnt ja mal schreiben, was ich am besten jetzt wo verdrehe, damit ich auf 2020 komme. Wenn es geht, bitte nicht das Lenkgetriebe losmachen. Weil es könnte zum Beispiel sein, dass meine Achse schräg in der Karosse drin ist und das Lenkgetriebe jetzt gerade nicht gerade steht, sondern übertrieben gesagt, das Lenkgetriebe eigentlich leicht so steht, wenn man jetzt so drauf guckt. Mhm. Dann passt ja die Spur trotzdem beim geradeausfahren erstmal, ne? Aber er lenkt natürlich komplett in die falsche Richtung. Wundert mich allerdings, dass dann könnte es passieren, dass es auch in eine falsche Richtung geht beim Lenken. Also dass es einmal auf, einmal zugeht. Das können wir nochmal einmal kontrollieren. Ja, wir haben noch gerade gegen kontrolliert. Ja, ja, aber ich habe nicht gerade mitkontrolliert, ob beide Male die Spur aufgeht. Wir haben beides mal hinten gemessen und wir haben beides mal unter 20 Grad gehabt. Das heißt, sie ist auf beiden Seiten aufgegangen. Ja, aber vielleicht habe ich falsch gemacht. Also, ich weiß ja nicht, wie rum ich das Ding hatte. Deswegen würde ich gerne mal einmal. Da ist jetzt auf 20 Grad und hier ist auf 18,5. Ist auch auf 18,5, weil wir ihn so rum gemessen haben. 18,5, 19,0. Das heißt, hier haben wir weniger. Ob vorne oder hinten gemessen, ist ja egal. Felge wird schon gerade sein. Nee, ist tatsächlich so, dass auf beiden Seiten immerhin gleichmäßig Spur verändert. Es kann auch sein, dass es geometrisch bedingt beim Abarth gar nicht geht. Wenn es einer von euch weiß, lasst es mich wissen. Lasst es mich wissen. Aber ich sage euch, was ich an diesem Auto so an... Es ist besser als jedes Maschinenbaustudium, muss ich wirklich sagen, weil was man hier so live lernt mit euch zusammen, ist halt einfach... Macht mich aber glücklich. So, jetzt kommt Tom vorbei, es geht weiter in der Limo. Donnerstag kommt ein Video zum Thema Tank. Im letzten Video habt ihr gesehen, wir haben damit angefangen, weil Essen Motorshow steht ja vor der Tür. Ganz kleine Ergänzung noch, weil ich weiß, wie viele Kommentare kommen werden. Natürlich nur einstellen an Stellschrauben, die ich auch einstellen kann. Also ich kann jetzt gerade nur verändern, so viel kann ich nämlich ehrlich gesagt doch gar nicht verändern. Nachlauf ist oben erstmal fest. Ich kann unten das Traggelenk unten nach vorne und hinten verschieben. Und ich kann die Spurstange rein und raus machen. Das war es eigentlich schon. Weil eigentlich müsste ich natürlich den Anlenkpunkt verändern. Also die Länge des Hebelarms beim Lenken, was natürlich nicht geht. Wollte ich nur kurz ergänzen. Denkt immer dran, natürlich kann man alles machen. Aber es geht jetzt erstmal darum, wie man das auch an diesem Auto mal kurz und schnell auf 2020 bringen könnte. Und wir müssen was schaffen. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.